Im Gazastreifen hat Israels Armee gezielt die Wohnung eines militanten Anführers beschossen, um diesen zu töten. Seit 3 Tagen der israelischen Operation Schild und Pfeil sind schon mindestens 28 Palästinenser ums Leben gekommen, darunter auch Frauen und Kinder. 80 weitere Menschen im Gazastreifen wurden verletzt. Durch Raketen militanter Palästinenser starb an diesem Donnerstag auch ein israelischer Zivilist, als die Wohnung des 70-Jährigen in Rehovot getroffen wurde. Die meisten der mehr als 500 palästinensischen Raketen hat Israels Abwehrsystem Iron Dome abgefangen. Die Vereinten Nationen äußerten sich besorgt über die Spirale der Gewalt. Nach UN-Angaben gab es seit Jahresbeginn bereits 130 palästinensische Todesopfer. In Gaza wurde an diesem Donnerstag einer der getöteten Verantwortlichen des islamischen Dschihad zu Grabe getragen.